I'm gonna make you feel like you're the only girl in the world, like you're the only one that I'll ever love, like you're the only one. Hi ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute möchte ich mit euch über das Buch Wanderer, Sand der Zeit reden. Dieses ist geschrieben von der lieben Amelie Murmann. Ihr kennt sie vielleicht besser unter dem Namen Miss Buchnerd hier auf YouTube. Sie hat nämlich einen eigenen Booktuber-Channel und ja, dreht da auch Rezensionen, Filmvideos, Monatsrückblicke und diesen üblichen Booktuber-Kram, sage ich jetzt mal. Schaut unbedingt mal bei ihr vorbei. Sie hat eine super witzige Art und ich finde sie richtig klasse und es ist auf jeden Fall einen Klick wert. Und ja, sie hat jetzt ein Buch im Impress Verlag, das ist dieser E-Book-Ableger Verlag vom Carlsen Verlag, veröffentlicht. Und dieses kostet 3,99 €. Schaut da unbedingt mal rein. Alle Eckdaten findet ihr aber auch in der Infobox, genauso wie Amelies Kanal. Und ja, ich war so froh, dass ich dieses Buch rezensieren durfte. Lieber Carlsen Verlag und besonders liebe Amelie, ich danke euch ganz herzlich, dass ihr mir die Möglichkeit geboten habt. Und ja, zum Inhalt. In dem Buch geht es um die 16-jährige Emilia. Emilia hat einen ganz großen Lebenstraum und dieser schimpft sich. Ich muss es ablesen, weil ich mir diesen Namen einfach nicht merken kann. Palaestra Viatorum. Das ist eine Elite-Privatschule, auf die sie unbedingt gehen möchte. Nachdem sie sozusagen die 10. Klasse im Gymnasium absolviert hat, will sie dort ihr Abitur machen. Aber der Schwerpunkt dieser Schule ist Kunst. Und Emilia ist einfach richtig schlecht in Kunst. Was heißt richtig schlecht? Aber einfach nur durchschnittlich und nicht sonderlich talentiert. Und somit rückt dieser Traum immer weiter in die Ferne. Als sie dann plötzlich Max begegnet, der diese Schule besucht, bieten sich ihr auf einmal neue Möglichkeiten. Denn Max möchte sie dem Direktor vorstellen, weil er hohe Stücke komischerweise auf sie hält, obwohl er sie ja eigentlich gar nicht gut kennt. Und wie könnte es anders sein? Es kommen, während Emilia sozusagen in diese ganze Geschichte reinrutscht, so die ein oder anderen Tatsachen ans Licht, die das Leben von Emilia komplett verändern werden. Wenn ihr wissen wollt, warum Max so großes Interesse an Emilia hat, was es mit dieser Elite-Schule auf sich hat und wie sich überhaupt alles entwickelt und welche Geheimnisse Emilia vielleicht hat, von denen sie gar nichts weiß, dann müsst ihr das Buch selber lesen. Mir hat es gut gefallen, es hat von mir 3,5 Sterne gekriegt mit Tendenz zu 4. Bei Goodreads habe ich dem Ganzen 4 Sterne gegeben, weil ich einfach finde, dass es schon sehr, sehr gut ist. Es gab nicht viele Kritikpunkte. Manchmal fand ich, dieses Buch hat Perspektivwechsel. Also du liest, Emilia erzählt in der Ich-Perspektive, aber man hüpft in der Geschichte auch mal zu Max oder zu den ganzen anderen Charakteren, die es so gibt. Ob gut oder böse ist dabei egal, man hüpft halt so hin und her. Was ich einerseits richtig gut fand, weil man einfach die Denkweisen der anderen Charaktere nachvollziehen konnte, bestimmte Hintergründe wusste und Emilia natürlich nicht. Andererseits war es teilweise ein wenig anstrengend, weil ich eben nicht immer sofort darauf gekommen bin, mit wem ich hier jetzt gerade unterwegs bin, wer mir hier gerade seine Geschichte erzählt und mir davon erzählt, wie es für ihn ist und aus welcher Perspektive er das betrachtet. Das war mir manchmal ein bisschen unschlüssig. Aber das tat natürlich der Geschichte an sich keinen Abbruch. Ich habe auch in anderen Rezensionen gesehen, dass oft geschrieben wurde oder häufiger geschrieben wurde, dass es leichte Parallelen zur Edelstein-Trilogie gab. Natürlich, ich meine, Wanderer samt der Zeit, okay, ich meine, das lässt nicht so viel Spielraum, um was es genau geht. Und es gab so ein bestimmtes Schema, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das bewusst so gewählt war, sondern es ist häufig ähnlich in vielen Geschichten. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man abkupfert oder ähnliches, sondern ich denke einfach, dass das so diese gängige Form ist. Ich meine, wie oft liest man in Büchern, dass ein Elternteil tot ist oder die Eltern geschieden sind oder es sind überfürsorgliche Eltern. Es sind ja meistens immer die gleichen Strukturen, weil die Protagonisten ja einen bestimmten Rahmen brauchen, in dem sie handeln können und nachdem sie geprägt sind etc. Und somit fand ich das eigentlich total nachvollziehbar. Es war für mich logisch. Es gab den ein oder anderen Twist in der Geschichte, wo ich so dachte, wow, was passiert denn jetzt? Das hätte ich ja gar nicht erwartet. Das fand ich sehr, sehr lobenswert. Ich fand das Ende so ein bisschen
ja, so ein bisschen abrupt, weil es war auf einmal zu Ende. Ich dachte, hä, jetzt ist es doch noch nicht zu Ende, da muss doch noch was kommen, wo ist denn die Geschichte? Ich weiß, dass Amelie schon angekündigt hat, dass es einen zweiten Teil geben wird. Trotz alledem war mir das Ende so ein bisschen, das war so plötzlich, das kam viel zu schnell. Irgendwie ist man als Leser da so reingestolpert, man dachte, ja, jetzt muss ja noch so ein bisschen so abspannmäßig kommen, weil es war ein Höhepunkt und dann war das auf einmal zu Ende und das war mir ein bisschen zu plötzlich, das hat mir nicht ganz so, ich fand das nicht ganz so gelungen, was aber, ja, natürlich, wenn man noch einen zweiten Teil geplant hat, auf jeden Fall verständlich ist, aber dieses Bewusstsein hatte ich ja beim Lesen in dem Moment nicht und somit hat es meine Entscheidung beeinträchtigt und alles in allem aber eine super tolle Geschichte, wo ihr unbedingt mal reingucken solltet, weil Amelie da echt eine Welt geschaffen hat, die so super, super spannend und interessant ist. Wir wechseln zwischen den Schauplätzen, wir sind nicht nur in Deutschland, sondern besuchen auch mal Paris, London und andere Städte und meine Stimme verschwindet irgendwie. So, jetzt wieder. Wir haben auch so den einen oder anderen Mythos und göttliche Fügungen und ähnliches. Also schaut da unbedingt mal rein. Sie hat eine super, super interessante Fantasy-Geschichte geschaffen, die der eurer Beachtung auf jeden Fall wert ist. Und ja, ich denke, somit habe ich alles gesagt, was es zu sagen gibt. Falls ihr das Buch schon gelesen habt und es euch ähnlich oder anders geht, würde ich mich ja über eure Kommentare freuen und möchte mich da gerne mit euch drüber austauschen. Natürlich ohne zu spoilern, das ist immer ganz wichtig. Wenn ihr so was Tiefergründiges erzählen wollt oder berichten wollt, dann schreibt mir lieber bei Facebook oder per E-Mail. Das ist dann für die Leute, die das Buch noch lesen wollen, irgendwie besser. Und ansonsten, ja, freue ich mich einfach, dass ihr dieses Video geschaut habt und hoffe, dass ihr Amelies Buch auf jeden Fall euch den Inhalt einmal durchlesen werdet. Vielleicht holt ihr euch auch die Leseprobe, um es anzulesen. Und ja, das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, ich kann hier gleich noch ein Video drehen, meine Stimme. Ja, so, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao!